herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Frohlis Gamerhaus und zu euren Freckles. Ja, heute sind wir zu zweit unterwegs, der Hagi und ich. Herzliche Grüße auf jeden Fall. Ja, wir starten heute nur praktisch neben, also nur praktisch, aber wir machen viele Nebenmissionen hauptsächlich heute. Der Sasch 68, Sasch. Nee, Old Fire, Old Fire, Entschuldigung. Der Old Fire 68 ist heute nicht mit dabei. Er ist beruflich verhindert, sage ich mal einfach mal. Und deswegen habt ihr noch die Vorläufe mit uns. Entweder hier auf Twitch oder auf YouTube. Herzlich willkommen zurück. So. Ach, warte mal, da muss ich bei mir ja auch Hauptmissionen ausmachen, ne? Ich kann es gar nicht ausmachen, aber einfach nehme es von anwählen, glaube ich. Ja. Wenn du da reingehst, kannst du einmal mit wenn du L3, Quatsch, doch L3 einmal drückst, dann sortiert ihr das nach den Karten. Und wir haben auf der Karte hier noch diesen Moralverkauf. Siehst du den? Moralverkauf? Warte mal. Ja, ist bei mir nicht mehr offen. Oh doch, ist offen. Ja, keine Action. Der wäre hier für Karte. Okay, dann nehmen wir den eigentlich. Ajo. Nutzt du die offensichtliche Todesfalle oder. Was? Zerstörte Kameras. Das wäre dann. Das wäre dann. Ja, nochmal markieren kann man da auch Wegpunkt setzen. Ach, da will ich, ja. Ich will nicht schon wieder Skillpunkte ausgeben. Nein. Wo sind wir denn eigentlich hier? Für Geräusche hier. Ich höre irgendjemand. Ach, Hündchen, du bist. Wir haben Mangrovenwald. Was? Scharfschütze ist hier irgendwo. Echt? Hm. Oder? Hier und da kein. Okay, und dann habe ich irgendwo was gerade eine Kugel abgekriegt. Was ist denn das hier? Müssen hier was machen. Knöpfchen drücken. Weitermachen, hä? Wow, du hast es wirklich getan? Du bist eine Waffenhure. Und wir haben gerade ein paar hunderttausend Anhänger gewonnen. Eine Win-Win-Situation. Ich bin hier fertig. Danke, Kammerdieb. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Das war ja einfach. Ja. Mission erfüllt. Richtig. Oh, yes. Well done. Na dann, neben hier. Ruhe da. Viel zu machen, Silvester, ja. Oh, ein
Ne, so ein Außenklo hat was. Guter Fund, ja, Bestie. So. Eine Granate, ach so. Toll. Granate. Granate. Weißt, wir haben eine letztendliche Mission abgeschlossen. Ist da, das ist ja Wahnsinn. Kehre zur Schurkenbase zurück. Das ist Hauptmission, oder was? Was ist das? Ja, das brauchen wir nicht. Nee. Nur auf anderen Karten was. Okay. Dann müssen wir auf anderen Karten noch was machen. Das heißt, wir müssen reisen. Ja, such dir was aus. Na, ich bin. Jo. Fang du doch an. Okay. Mal von da oben. Zack. Ja, geht nicht. So, jetzt. Jetzt hin. Mal Schnellreise zur Mitte der Karte. Schnellreise zur Mitte der Karte, jawohl. Bernsteinsumpf, Schurkenhöhle, oder was meinst du? Mhm. Okay. Oder? Wo ist was falsch? Noch bin ich hier gereist. Dann im ganzen Süden. Bernsteinhöhle. Bernsteinsumpf. Sumpf, ja. Meine ich. Noch nicht die, ja, Schurkenhöhle, okay. Mhm. Alles klar. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier durch Orbit. Gucken wir mal. Wir haben noch das Hochmoorbecken, hätten wir noch. Da ist auf jeden Fall noch was aufblinkt. Moment, finde ich das nicht, hä? Ah, dann ist die Diner. Ist die markiert. Wir haben hier noch Patea, Pramtea haben wir noch was offen, zum Beispiel. Antenas haben wir noch was offen, Eden 6 haben wir noch offen. Eden 6 immer gerade. Ich sehe das gar nicht, was du siehst. Dann hätten wir hier noch. Moment. So, mach du mal irgendwas, weil ich finde gerade wenigstens offenes hier. Dann blick ich hier gerade nicht durch. Landkapsel. Oh, was ist das denn? Landekapsel. Wo ist denn die Landekapsel? Elle? Elle? Landekapsel? Wo? Ja, die hat sie gerade eben noch angezeigt. Oh. Halt auf Athenas. Haben wir hier noch was offen? Oh, Abfahrt. Kann Schnellreise nicht verwendet werden. Jetzt. Ich fahr dran gerade. Achso. Athenas.
Und sonst so, wie war die Woche? Wie war das Wetter? Woche war gut. Mir fehlt so eine Beam-Musik, wie beim Fahrstuhl. Schnelle So ein Übergang. Woche. Schnelle Woche. Schnelle Woche. Okay. Ich werde morgen mit dem Gast gehen, wahrscheinlich einen Zug wohl im Ohr. Ohrenschmerzen. Nicht so schön. Nervt ein bisschen. Glaube ich. Sammle aber Sachen. Ach, bereit sind dann ist es. Ah, so ist jetzt hier was. Gibt's überhaupt noch Nebenmissionen? Ich weiß gar nicht mehr. Hier ist noch was. Bis im Süden der Karte haben wir jetzt Dynasty Diner. Bereit sein, Dynasty Menü zu. Naja, Wo dann. wählen? Zu Fuß da schon was. Wegpunkt setzen. So, haben wir das mal das. Haben wir ja noch Ja, irgendwo? Ja. einmal durch zu Fuß. Jo. Na ja, hinten hätten wir noch was. Ist das denn? Bereite die Liste in dem Menü zu. Das meine ich Deiten. ja. Das meine ich ja. Ja. Achso, dann müssen wir da den Wegpunkt setzen. So. Oh, okay. Wir müssen einmal kurz hier durchtauschen. Was ist denn das hier? Was liegt hier? Hier liegt was. Handel, Objekt. Zack. E-Gitarre oder Synthesizer. Ne, wie nennt man das denn, wo die. Aussieht wie eine Gitarre, wo die Tasten drauf sind. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Gerät. Boah, keine Ahnung. Hat auch so einen großen Namen. Okay. Okay. Ich wollte sagen, du müsstest also auf Besuch sein. Mal sehen, was du versteckst. Ich höre dich, Bestie. Einfach hier mal seine Couch entsorgt.
Zu ruhig. Kalypso. Ach, noch nicht fertig. Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum ich dich bei mir habe. Da oben kreucht einer rum. Na? Die Verwesung steht dir. Ausgezeichnet, mein Junge. Alles Low-Level-Quatsch hier, ne? Ja, definitiv. Ja, hier waren wir auch schon mal früher. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel öffnen, höchstens mal Munition nachzuladen. Genau, Munition auf Rad schon. Das kannst du klicken. Ein bisschen Kohle leicht zu machen. Ja, genau.
Wo ist denn das da drüben? Jetzt hab ich dich! Nicht zurückhalten! Käse. Aber irgendwie aus Gewohnheit macht man ja trotzdem jede Truhe auf, ne? Ja, das auf jeden Fall. Muss ja looten. Kann ja sein, man verpasst aber was. Richtig. Aber so sieht man zumindest, ah ja, haben wir schon auch geöffnet. Genau. Wo jetzt hier war der? Wir müssen... Hinter mir. Okay. Hier? Nee. Wo ist das Ziel? Da, wo du bist, ja, genau. Also irgendwie höre ich ein bisschen so Musikgeräller, oder? Oder bin ich lebe, um zu töten. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, vielleicht habe ich auch Hallos. Lange Woche. Vergiss es einfach. Haben nie drüber gesprochen. Worüber? Achso, nix, alles gut. was ist denn? Über die Brücke drüber. So schaut's ja, aus. Man könnte noch hinten links gehen, da ist ein Gegner, aber wofür? Schicksal.
alles zu leicht hier. Jetzt zerbrechen. Ich glaube auch. Schmiede die Blutgier. Nicht mehr in Ruhe umgucken kann man sich. Das Arte dann Arbeit aus. Ja, aber. Too easy. Moment, da oben liegt da was, oder? Oh. Oder? Ne, doch. War nur der Stein, der so komisch aussah. Ich dachte, da oben liegt sowas. Ach so. Auf der Mauer, auf der Mauer. So. Na gut, weißt du, was wir auch noch machen können? Diese ganzen Aufträge annehmen, diese kleinen, was wir auf dem Schiff haben zum Beispiel. Die kleinen, genau. Die kleinen. Da haben wir ja auch noch einiges. Machen wir erstmal sowas, wo wir so am Planeten noch so, würde ich so, oder? So vorschlagen. Müsst egal. So querbeet so ein bisschen und dann können wir ja das alles aus dem Schiff, so die ganzen Neben. Da spielen wir halt den Laufborschen und holen da das Zeug. Genau. Machen wir erstmal Dining, hä? Wo sind wir denn eigentlich lang? Das suche ich auch gerade. Hier ist noch ein Kohle. Sind wir nicht runtergekommen? Ja, ich glaube, du bist jetzt hier. Naja, ah, stimmt, hier ist noch nicht offen. Oh. Lächerlich. Ja. Ja, was haben die hier? Level 16, 17? Ich weiß gar nicht. Ja, es ist 16, glaube ich. Ja, wir sind jetzt 28, also. Mhm. Hey, guck mal da. Also hin im Eck hätte ich ja wenigstens nur einen hingestellt, ne? Ja, manchmal verstehst du wirklich nicht, ey. Nee, also. Stellen wir schon die Kisten mitten in den Weg rein, aber mal so eine Ecke, um mal was zu gucken, ne? Nein. Ach, hier, weiß oder was. Der Dicke. Dürfte diesmal kein Problem sein.
Was hat der letzte Mal lange gedauert, weiß er noch? Mein Gott. Ja, ich glaub, brauchst du gar nicht absuchen, die Waffen hier. Guck ich gar nicht nach. Echt nicht. Alles Aldenried. Jeder Almkäse ist noch frischer. Hauptsache, die Mucke läuft. Genau. Ja, die meine, der Kampf dauert länger. Ja. Ja, wie? Bin ich schon fertig? Looten wir halt ein bisschen. Vor allen Dingen waren noch keine anderen Gegner da, ne? Sonst da waren ein Haufen solche. Die haben gleich Schiss gekriegt, ey. Den Dicken haben sie platt gemacht, alles klar, ja. Hauen ab. Laut Drevo kommen die erst gleich raus. Ja. Ja, wie? Die haben den schon fertig, genau. Gut. Moment, wo war mein Einsatz? Hallo? Ihr müsst raus. Oh, falsches Set. So, Ja, müssen wir auch, ne? Oh, das wird hart, ne? So. Hallo, liebe Regie, wann kommt denn hier der Endgegner? Hallo? So, und jetzt? Du hast deine Kiste hier rechts irgendwo. Achso, naja. Müssen wegreißen. Lass mal kurze Dinge aufmachen hier noch. Und, lohnt sich irgendwie? Na, Level 16, wow. Oh, eine Rahmendekoration, die nehme ich mit. Sieht nett aus, 16, 17, 15, wow. Da läuft's. Naja. Höchstens zur Deko. Nö. Also wenn ich jetzt an die Decke gucke und die Musik dazu höre, komme ich mir vor, als wäre ich in Tokio in irgendeinem Club. Wenn du hier oben nach oben guckst. Hieroglyphen da oben. Dann drehst du ein bisschen dabei, dann passt das. Das ist ein Disco. Oh ja, genau. Dann haben wir das schwindelig. So, wo ist das Ding? Da. Liebe Regie, wir sind fertig mit ihm. Ihr könnt die Musik langsam wieder runterfahren. So, benutzen. Jetzt? Wo ich glaube Promethea, wie das heißt. Jetzt hier ein Ziel. Was ist Promethea? Heiliger Geister ist hier noch. Aber das war auf diesem Planeten. Ja. Wir müssen Orbit. Warte, ich mach eben. Orbit Promethea. Ja. Und dann Meridian Metroplex. Meridian Metroplex, jawohl. Und dann haben wir ziemlich mittig der Karte. Leicht links, da ist der blaue Punkt, wo wir hin müssen. Ja. Und wo können wir hinreisen hier? Warte mal, hier haben wir noch was, oder? Coach. Den Reisepunkt irgendwo? Ich sehe gerade gar keinen. Schlüssel? Ah, ich habe einen. Ich habe einen. Ja? Na dann, Abfahrt. Wenn du einen hast, muss ich bloß raus hier, ne? Zack. Ja. So, probier's mal, ich bin draußen. Okay. Schnell, der Endgegner kommt, ich höre die Musik. Achso, da, okay. Da haben wir schon einiges gebraucht zu dritt, ne? Mhm. Hat gedauert, ein paar Mal gestorben sogar. Mhm. Und jetzt ratzi-fatzi. Das liegt nur dran, weil wir so gut sind, so schlau, schlank und rank. Dann ist mal kniefig. And shower to the left. To the right. And down to the right, really. Na gut, der Film. Hat mir noch besser gefallen als der Schulz-Manitou. Von Baidu. Ja, hier mit dem Taxifahrer Til Schweiger.
Du glühst ihn da an, tue ich gar nicht. So, los geht's. Plündern hier. Zack. Ha, plündern ja, alles klar. Ja, mach ruhig. Ja, Gönn nimm dir. ruhig. Genau. Vor uns ist nichts sicher. Ach, ja, habt doch gar nichts hier. Ja, ich glaube, hier waren wir schon. So, gehen wir mal kurz, wo es lang geht hier. Da nicht. Wenn wir die Kreuzung da hinten einnehmen, könnten wir Sperren aufstellen und das ganze Gebiet hier kontrollieren. Zum Glück bist du hier, Kammerjäger. Ich dachte, du hast einen Auftrag. Geradeaus, rechts, rechts. Da lang. Geradeaus. Was hat denn der Dude hier? Rechts und rechts. Es ist Zeit zu kämpfen. Ach, wie süß, ey. Level 9, Level 10. Braver Junge. Ist ja noch langweiliger. Ich schaffe ja mein Hündchen noch sogar alleine. Richtig. Ja, und für Cyberpunk kommt jetzt ein Kam oder kommt ein DLC raus? Da soll was passiert sein. Da stand dann in dem Bericht drin, es würde Sinn machen, jetzt immer neu anzufangen. Das habe ich aber gerade erst neu angefangen. Na gut, ich denke trotzdem, auf der Next Gen macht es einfach mehr Sinn. Das hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen, ob der Pi auch gefixt worden ist. Ja, ich glaube es fast. Also kann man. Vermute ich vielleicht ja, aber halt. Ja, hier ist schneller, irgendwo. Jo, ich komme rüber. Ich bin mehr der Moment. Typ für Oldschool. Moment, komme ich da irgendwie nicht so zu mit dem Serverbank? So viel zu zocken, oder? Okay, du rennst da nicht davon. Nein. Umso besser in die Jahre kommt, umso mehr freut man sich da vielleicht noch mehr drauf, wenn man sagt, hey, man ist überrascht. Sag er wie. Ja, aber es kommt immer Neues raus, dann. Ich schaff nichts mehr. In der Woche zocke ich fast gar nicht. Ja, ich auch nicht. Wochenends mit euch beiden dann. Gut, vielleicht brauchen wir mit Sascha, wenn du mit dem Mädel da spielst, oder mit der Jenny spielst, für mal Remnant weiterspielen. Mhm. So, mal lässt du mein Hähnchen in Ruhe. Oh, toll, bist du nachgelandet und bist ja tot. Ich habe jetzt hier mal, ich habe den Revolver jetzt gerade noch hier von unserem Action Jackson Cowboy. Okay. Da wo die jede Kugel trifft, kannst du rückwärts stehen. Die Kugel trifft trotzdem ihn. Echt? Okay. Naja, also zumindest seitlich oder ums, die kann sogar ums Eck schießen. Muss kurz anvisieren haben, das ist alles. So, oben weiter? Hier unten, glaube ich. Unten? Naja. Noch weiter, oder? Ah ja. Kohle, Kohle. Wo, ne? Oh. Hast du das gesehen? Da liegen da oben drauf doch kleine Tresore. Was ist denn das hier? Moment. Nicht genügend Fleischdaten für Burger. Na toll. Der Digistructor hat keine Fleischproben mehr. Wir können keine Dynasty Burger ohne Fleischproben machen. Okay, bring mir eine Probe meiner Geheimzutat. Ratchfleisch. Sind diese Dinger für euch überhaupt essbar? Vertrau mir. Es klingt vielleicht eklig, aber es macht die Burger so verdammt saftig. Da ist ein Ratchbau in der Müllgrube. Hole sie. Hm? Oh, warte, warte. Ah, da. Andere Seite. Zu dick, hä? Ach ne, hier lang. Geronimo! Zerquetsch als erstes ein paar Ratschlarven. Das sollte eine wütende Ratsch-Mama auf den Plan rufen. Und so schnappst du dir ein fettes Ratsch-Steak. Mmh, saftig. Ist ja ekel. Yep. Ja, ab in den Kampf!
spuckt da jemand von unten tatsächlich. Ist da oben noch? Ne? Ja, ja. Achso, ich stopp unten rum. Manchmal wird man gejagt. Oh, komm dicker raus. Geht doch. Und jetzt schnappt ihr ein großes Stück ekliges, ja, köstliches Fleisch. Ja, ja, mach ich schon. Geh. Der Ding hier, du. Kanalverteil. Ja! Bring es zurück zu mir! Was ist das hier? Level 12. Boah. Ausquetschen die Dinger. Oh, ist der Lang. Oh. Hier waren wir schon, ne? Hier geht so ein Gang rein. Und mein Keller geht's hier. Oh! Der hat schon unser Kaliber, ja. Level 27. So sehe ich die Viecher gar nicht, ey. Was ist das denn, ey? Willst du gerade mal vorgucken? Krass, da noch mal was. Hier hast du noch ein schönes Gewehr, Level 28. Ja, ich muss mal zur Ruhe rumkommen. Jetzt hier Ruhe. Und für dich irgendwas. Level 28. Klassischer Mod, gewöhnlich Schützen. Schützen bin ich, ne? Ja. Wenn du es nehmen kannst, muss ich wieder nehmen. Wahrscheinlich. Ich glaube, wir sehen immer andere Sachen. Okay, dann. Was sind hier? Generator. Oh. Mit. Was haben wir noch? Ich tue es dir mal hier oben hin. Was ist das denn? Aha. Das ist ein Objekt, der schwirrt was. Das kann ich euch erklären, ne? Sofort, ich guck mir das gleich an. Ich weiß nicht, wie das so ist. Tanker. Ich was so hier. Fallen lassen. Tatprojektor. Ich hab's dir oben hingeworfen. Hoffe ich mal. Achtung, Säure hier oben. Beim Hühnchen. Ja? Will ich nicht. Aua. Hä? Wo ist denn hin? Ich hab's da rausgeworfen. Dann mach ich seh ich auch nicht. Dann mach ich's da hinten nochmal. Vielleicht hab ich's gar nicht rausgeworfen. Nee, ich hab's auf jeden Fall fallen lassen. Hm. Komisch. Das ist auch nicht schlimm. Das war noch gewöhnlich, also es war jetzt nichts übergeiles. Alles gut. Aber bei mir liegt hier im Boden ein Präzision-Elementalprojektor. Du siehst ein Objekt auf dem Boden und um das Objekt rum schwirrt sowas wie so ein, was sagen, wie so ein Jupiterkreis, der sich jetzt dreht. Cool aus. Ja, muss ich jetzt nochmal. Oh, 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 oh. Level 27. Ne, ich sehe ja noch Granaten für mich. Oh. Ah, hier ja, ist doch noch was. Was ist das denn hier? Das ist doch noch. Ja. Warte mal, hier ist ein Overland Green klassischer Mod. Der ist doch nicht schlecht. Dann nehme ich mal den und du den jetzt hier oben dahin. So, hierher.
Es war nur grün, aber immerhin. Schau ich mal zu. So, zack. Fallen lassen, ja. Zack. Das sehe ich, das sehe ich. Danke. Bitte. Ich glaube, das war's hier unten. Jo. Aber immerhin. Jo. Da. Und das war's hier, ne? Ja. Ja, sieht dann auch aus. So, müssen wir denn lang? Gehen wir geradeaus, ja. Gucken wir auf die Karte. Müssen rechts über uns eine Ebene höher. Ich fahre da hin. Rechts rum und dann näher mal. Ich mache euch alle mit Tod bekannt. Wo geht's denn hier hoch? Irgendwie nach oben kommen. Nach oben kommen, das ist ja kein Problem. Krieg mal hin. Generell hier rechts über uns, da müssen wir quasi hin. Mhm. Und wieder hoch. Dann haben wir noch hier die Treppen hoch. So. Ah, ich gucke mal. Oh, meine Keuchte aus dem letzten Loch, ey. Noch mal eine höher, ne? Warte, Strukturteil hat man noch runter. Ja, ja, alles gut. Ne, es sind richtig. Richtige Ebene. Ja? Ja, würde ich jetzt was sagen. Ja, jetzt wieder eins runter. Ah ja, wir müssen jetzt das Fleisch. Ja, ja, Moment, 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 Moment. Erst war ich hier. Hm? Man stellt Burger immer zu zweit her. Wie beim Grillen. So, Abfahrt. Legt ruf. Also. So, und jetzt? Krieg mal her. Ein neuer Burger wurde geboren. Okay, jetzt brauchen wir ein Lieferbot, damit wir diese Burger zu den hungrigen Leuten bringen können. Drück den Knopf. Burgerbot! Wie läuft's, Alter? Gib mir 5! Negativ. Oberste Priorität. Burger an Malibon Captain Archer Row liefern. Was? Hinterher! Lorelei! Mein Burgerbot will diesem Captain Row, den du erwähnt hast, meine Burger liefern! Was? Du machst Witze! Kammerjäger, folge dem Bot! Das ist unsere Chance, an diesen Maliwan Bastard ranzukommen! Na, hier liegen. Feindliches Gebiet. Die Route wird neu berechnet. Burgerbots wurden nicht für den Kampf entwickelt. Daher die Fehlfunktion. Schalte die Malibon aus, damit er sich wieder in Bewegung setzt. Geschichte! Ja, ja, warte mal, warte mal, ja, setze Rude fort. Wo sind wir jetzt hin? Hä? Wo ist der Fuzzi? Hier. Bei uns. Hm? Ja. Auf Hündchen. Renn ich nachher. Feindliches Gebiet. Die Route wird neu berechnet. Ah, mehr Maliwan. Schalte sie aus, damit sich der Burgerbot wieder in Bewegung setzt. Warum schmeißt denn der Burger überall hier rum? Ist denn der ganz richtig? Wo ist denn hier, Gegner? Hada! Süß. Hinter dir.
Hinter dir. Immer noch? Komm mal einer. Nein, das ist ja Musik, du sollst hier. Gute Arbeit beim Ausschalten des wertvollen Bogens, Kammerjäger. Lorelei, es wird eine Weile dauern, bis wir Malibons Steuerung meiner Burgerbots überschrieben haben. Und der hier ist wohl Schrott. Also, tschüss, Burgerbot. Könntest du inzwischen für mich diesen Burger an Lorelei liefern, Kammerjäger? Oh, bin hier schönes. Schnappt ihr die Disse neben mir? Ah, 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 ah. Da ist denn, ah, hier. Lorelei, ich schicke dir den ersten von vielen Burgern. Ich brauche nur etwas, um meine Burgerbots neu zu programmieren. Dann läuft die Burgermaschinerie wieder. Vielen Dank, Bo. Wir haben hier viele hungrige Mäuler zu stopfen. Ah ja. Na dann. Hin. Hm, so. Hier links ums Eck. Müssen wir uns beamen? Weiß nicht, müssen hier reinlatschen jetzt. Ja, wo ist er denn? Ach, da. Ich vermute fast, kehre zur Lorelei zurück. Mhm. Mach du. Danke. Fetten Dank, dass du Captain Rowe erledigt hast. Der burgergeile Drecksack war schlimmer als Hämorrhoiden. Und jetzt ist er tot? Echt gut gemacht. Erst Kaffee, jetzt Burger. Die Grundpfeiler der Zivilisation. Wir bauen diese Stadt Stimmt. Stück für Stück wieder ja. auf. Danke für das. Das war auch das, was der Höhlenmensch gedacht hat. Burger. Bisonburger. Bisonburger, genau. Okay, dann hätten wir das ja auch, oder? Wunderbar. So hätten wir das auch, ja. Ich suche mal was Anspruchsvolleres vom Level her. Es ist nicht so einfach, über Nacht vom Barista zur Guerillakämpferin zu werden. Garstige Geste, Level 27. Ja. Nehmen wir das mal. Garstige Geste. Mhm. Entschuldigung, garstige Gäste, nicht Geste. Gäste. Garstige Gäste. Nee, ist schon Level 27. Moment, dann muss ich erstmal auf die Karte gehen und dann. Ah ja, alles klar. Du hast ja schon angepinkt. Ja, wir müssen hier oben hin, Schnellreise. Wo geht's denn lang? Hm. Ich sehe gerade nichts. Warum sehe ich das noch gar nichts hier? Wir sind zwar weniger, aber das ist unser Zuhause. Und das holen wir uns zurück. Das steht fest. Thank you.
so. Jetzt zur Orbitansicht und dann nochmal raus bis zur Galaxisansicht. Mhm. Kann ich aber nicht. Ach so. Okay. Wenn wir die Kreuzung da hinten einnehmen, könnten wir Sperren aufstellen. Eden 6 müssen wir hin. Kontrollieren. Eden 6, Hochrohrbecken. Ja. Unserem alten Kanten wir da hier. Was auch sonst, tanzen ist wohl keine Option. Ist richtig. Mhm. Wenn man still gestehen muss. Ein bisschen platt in der Woche diesmal. Mhm. Ich gut. Wird's bei euch auf der Arbeit? Mehr. Es wird mehr, merkst du wieder, dass wieder losgeht. Okay. Ja, ja. Die, sag mal, die letzten, also letzte Woche war noch so ein bisschen Sommerloch, kannst du was sagen. Und jetzt kriegst du halt wirklich. Mhm. Aber schiebt sich alles auf Donnerstag, Freitag, heute kam, ey, wie viele Schleusen wir heute hatten. Unglaublich. Unglaublich. Mhm. Und die extra. So, ich würde sagen. Was ist? Du willst mir dienen? Bei euch. Nun, du hast Glück. Durchweg gleich eigentlich gerade. Durchweg gleich. Okay. Und so ist eigentlich die meiste Arbeit, das Ganze noch weiter aufzubauen, ne? Also, wir pflegen immer noch den ganzen Artikelstamm und bis der Webshop endlich funktioniert, das ist alles das, was wir machen gerade. Nebenbei verkaufen wir halt auch schon ein bisschen. Das ist dem Familienjuwel. Na, wo bist du denn jetzt hier? Wunder, da. Was wolltest du mal aufzocken? Du hast also das Jacobs Familienjuwel gesehen. Zu. Warum stimmt mein Auto her? Ich gucke mal. Da sind wir. Und können wir laufen. Echt? Gut. Ist nicht so weit. Anstrengende Woche gehabt. Ich fahre. Aha. Was ist denn hier? Ja. Komisch aus. Na? Klar, oder? Willkommen im Witch's Pit. Wie man sieht, habe ich noch immer ein Jabba-Problem. Mach sie fertig, bevor der Planet wieder nüchtern wird und merkt, dass Eden 6 ein eingewachsenes Haar auf dem Arsch des Lebens ist. Fun Fact. Arsch des Lebens ist auch ein Spezialgetränk an der Bar. Ein Teil Vico-Beere, ein Teil Morbeis. Trink aus und vergiss nicht, dir die Nase zuzuhalten. Gefällst du mir besser? Oh, die sehen cool aus.
Anzug an. Nichts dagegen haben, mit hässlichen Typen zu trinken. Lichter aus ist ein anderer meiner Spezialcocktails. Ein bisschen Sumpfwasser und zwei Spritzer stiller Wille und schon wird man vorübergehend blind. Garantiert. Bestimmt Verkaufsschlager. Kaufes. Welchen denn? Die sind mehr, glaube ich. Ja, kommen wir hier da hoch, hä? Klasse! Ich sollte wohl erwähnen, dass ich meine Bar auf einer Jabba-Parung. Danke. Diese Bar ist alles, was die Leute von Eden 6 noch haben. Die KDK haben alles. Jawohl! Süße, süße Energie! Mach dich auf den Weg zum Witches Feet und ich mix dir ein paar Spezialcocktails. Schande. So. Verdammt! Artemis hat es in die Bar geschafft und versaut mir die Einrichtung. Wirf sie raus! So tritt man einem betrunkenen Affen in den Hintern. Es wird etwas dauern, bis ich Witches Pete wieder öffnen kann. Aber dann bekommst du Drinks auf Lebenszeit. Nein, streich das. Für eine Woche. Das hast du dir verdient. Prost! Irgendwo geht gerade die Welt unter. Ich lebe, um zu töten. Das ist die Rene. Super. Ist alles hier oben, oder was? 23. Das lohnt sich ja nicht. Was hängt hier drin? 24. Naja, ich hatte erstmal Strom wieder. Genau. Nächste markiert. Mhm.
Jakobs Anwesen müssen wir hin. Wo können wir hinreisen? Näher geht's nicht. Reisen? Ja, Abfahrt. Abfahrt. Das schöne große Haus vom letzten Mal. Das Adams Family House. Der Zukunft. Oder Paralleluniversum. Je nachdem. Genau. Glaubst du an Paralleluniversum? Dass es sowas gibt? Ich beantworte es anders. Ich glaube nicht, dass es sowas nicht geben könnte. Okay. Ja. Um es zu glauben, fehlt mir zu viel Wissen, glaube ich. Okay, aber ich denke auch schon, dass irgendwo ein Folie und ein Hacki irgendwo sitzt und zockt abends miteinander. Ich denke, es wird noch sehr viel geben, was wir nicht wissen. Ja, das denke ich auch. So, wo sind wir denn? Hier. Was? Stopp. Und der Rest kann ich ja nicht erkennen. Was soll das heißen? Retrum heißt Mörder. Stimmt. To Mörder. Oh. Hier wird schon wieder Geld gewaschen, sonst? Nö, nee, diesmal nicht. Granaten werden gewaschen. Müssen wir jetzt zu ihm hier? Nee. Nee, wir müssen jetzt ein Stück weiter von Karte. Ganzes Stück. Es ist Zeit zu los. Die kleinen Zwerge haben richtig viel Energie immer.
Wir müssen dahin. Wir müssen hier rüber. Lass dich von der Jagd mitreißen. Hier rum geht's. Bleib mal hier durch, Peter. Sofort. Noch ein bisschen Kohle mit. Gut gemacht. Die Grotte. Nee, irgendwie sind wir falsch. Wir kommen denn dahin? So nicht, wie ich gerade. Ist irgendwas, was ich auf der Karte nicht sehe? Oder hinkommen? Na, ist das Haus nicht da oben gewesen? Bei... Glaubst du kommst an mir vorbei? Kurz hier nach, weil ich noch das Schiff verbringe. So, ich sehe gar nichts. Ja. Jetzt zerbrechen. Mein Gott. Oh, ein Dicker. Ja, ich bin noch lange nicht bei dir. Okay. Lass das Blut fließen. Bist du mit der Gondel hochgefahren oder was? Nee. Nee. Schmalen Weg in die Grotte rein. Moment. Ja, ist hier der Name schon mal? Moment. Du bist gar nicht ganz woanders. Oh, hier bin ich, hier. Ja, ich sehe dich auf der Karte so ein bisschen. Naja, warte mal. Jetzt hier im hohen Haus da zurück. Genau, hier. Ich war jetzt erstmal hier in dieser Grotte drin, weil... Was zum Claptrap irgendwo? Klemmbrett ist hier oben. Hier, hab ich's. So, geht's wieder irgendwo anders raus?
Nö. Also, Retour und den anderen Weg mal ausgesehen. Wo war Retour? Auch hier. Nee. Sperrt. Wo kam man jetzt her? Hier oben, wo ich bin. Da kam er. Das hier. Sirene. Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum ich dich bei mir habe. Eindried. Okay, hier müssen wir nicht hin. Nee, also ich würde sagen, wenn wir zu dem Haus müssen, müssen wir zu der Gondel wieder. Mein Guter. Zur Gondel? Weil in der Höhle waren wir schon. Da kam da der Krisendino. Genau. Hab ich gerade platt gemacht. Einfach bloß wieder hier hoch. Und da ist links irgendwo eine Gondel dann. Da, die da hinten ist es. Wo bist du? Oben. Warte, ein bisschen weiter. So, jetzt ist mal irgendwie. Ah ja, alles klar. Ach, da oben. Na, wo sind die Gegner? Die habe ich schon erledigt vor uns. Achso. Ach, jetzt soll ich aus der Gondel, du meinst. Ich erinnere mich. Wo ist denn dieser Schrei? Ah ja, genau. Geht nicht, oder was? Doch, ganz langsam kommt er zurück, glaube ich. Also. Ganz langsam. So, halt was zum Probieren. Chakalaka. Ich kann die Chips im Angebot bei uns. Das sind die besten. Jo. Man kocht das immer Sour Cream. Ah ne, da kann ich gar nicht. Die Kinder auch, die haben aber diese Bringers. Wenn die Dose schon noch machen, kommt mir schon so ein bisschen. Oh. Lecker. Ja, ich mag die Ungarischen. Fertig aus, Punkt. Klasse. 1:22 wird zum Drücken, ne? Ja, ich drück mal. Du kannst essen, ich drück. Chakalaka. Ja. Habe ich besser vorgestellt. So, jetzt können wir uns mal ruhig um das Haus nochmal umgucken. Mal ein bisschen links rumgehen hier. Genau. Was ist denn hier eigentlich hier hinten? Okay. Ist schon noch dunkler von der Karte, oder auch nicht? Nee. Hinten durch sich schon da Dinger zum Abklären, glaube ich. Ach, hier ist eine Kiste versteckt hier. Schlagen wir es kaputt.
Und lohnt sich? Nö, nö, nö. Nö, viermal nö. Nö, viermal nö. Aber immerhin. Hier ist die Kiste gestellt. Ja, hätte ich auch. Hier ist die Kiste. Oder hier, direkt. Hier zwischen irgendwo. Ja, genau. Aber nein. Machst du so viel Arbeit, um das aufzubauen, das Spiel dir, aber du versteckst da nichts. Naja, aber wenn du jetzt mal hier von der Ferne so guckst, ist es eigentlich ein schönes Anwesen. Ist doch schön. Da oben und weiter. Krass. Ja. Wo stehst du? Als ich eines Tages auf dem Weg zum Anwesen bin, höre ich jemanden schießen. Ich hab Skillpunkte noch zum Vergeben. Und sehe seinen Sohn Wainwright, der versucht mit einer Pistole Dosen von einem Zaun zu schießen. Ich bin ja kein Revolverheld, aber der Junge hatte überhaupt kein Zielwasser. Er blinzelt, leckt sich die Lippen, flucht und meint, dass er nie ein Jacob sein wird. Dann merke ich auch warum. Der Kleine ist auf einem Auge blind. Also gehe ich hin und sage, hey Junge, versuch's doch mal mit einer Schrotflinte. Aha. Ich habe in meinem Skillbaum, kann ich jetzt nichts was freischalten, steht Moos kann für ihre aktuell ausgerüstete Waffe laufend Munition regenerieren. Mhm. Quasi endlos. Mhm. Ist schon drin? Ja. Also zumindest im Vorgarten. Ich kann. Ist hier noch was? Ja. Du sagst, ich wollte es auch gerade machen. Echt? Mhm. Auch blöd. Ein bisschen. Oh, meine stöhnt wieder hier rum, ey. Fatal Terror. Error. Immer. Wechsel zu Empfangszimmer. Achso. Diddle-diddle-di. Eigentlich könntest du die Levels jedes Mal wieder neu besuchen. Bis da die Kohle wieder drin sein. Die ist doch generell wieder drin. Ach, keine Ahnung, was hat hier? Und ein bisschen Zeit wieder, glaube ich, die Truhe dazu. Gar keine Gegner hier. Was haben wir denn hier schon? Achso, ah, da geht's halt. Aber da wollte ich nicht hin. Hui, da kam auch richtig gut Kohle raus gerade. Die Beträge steigen, wa? Teilweise. Mhm. Wenn du so rausholst. Und? Sieht nett aus, aber... Ja. Hier war der Peter schon.
dicker Wälzer hier um dich, ey. Die was? So ein dicker Wälzer hier um dich, wie man gelesen hast. Oh ja, stimmt. Oh, kommt schon jemand. Was steht im Buch der Friesen? Deine Begeisterung, Bestie. Wer auf der falschen Seite steht? Stirb doch selber. Ich bin hier in der Höhe. Nee, ist hier. Echt? Hast du schon gefunden? Nee, würde ich was sagen, dass es hier ist. Ah, 22, 24, nö. Was ist doch denn da? Etwas höher? Das ist hier gesperrt. Er ist doch hier, oder? Haben wir so eine Tür höher? Und Kärtchen. Na, hier ist Quatsch, da oben geht's ja nicht. Wir kommen ja gar nicht hoch. Die müssen ja auch irgendwie hochgekommen sein. Suchen nach Hinweisen. Mhm. Oder wo käme ich denn eine Höhe? Da. Aha, die Statue da ist verwanzt. Hast du gefunden? Ja. Aber. Hat doch unten. Ja, ja. Also weil wir die Statue einmal dran drehen. Moment, wo denn? Da ist okay. Knöpfchen, da steht ein Kopf drauf. Achso. Was hast du jetzt gesagt? Entsperre die Truhe. Okay. Achso, hier, ne? Ah, oder? Warte mal, hier geht's. Das ist doch, das leuchtet da auch rot, das Ding. Okay, jetzt vielleicht? Ne? Ne, dann ist vielleicht noch irgendwelche Köpfe. Köpfe? Okay. Ja, Statuenköpfe. Die sind miteinander verbunden, verwanzt oder whatever. Hier ist einer, der ist rot. Ja, warte, wo? Wie sehen die aus? So, die leuchten sind rot. Okay. Einmal drauf schießen. Noch ein Lämpchen ist rot. Eins ist rot. Hab's. Hast du? Ja? Was rot? Ja. Zwischen Waldriemen und irgendwas. Ich weiß, dass du mich ausspioniert hast, Baldwin. Aber bevor ich dich erschieße,
auf seine Art ein loyaler Diener. Wenn er belastendes Material gegen Aurelia hatte, hätte er es dem übrigen Personal zur Verwahrung anvertraut. Sieh ihm den Dienstbotenzimmern nach. Dienstbotenzimmer, ah ja. Ich versuche jetzt zu dir zu kommen, weil du bist gut, ich bin nicht mal so falsch. Aber das ist von dem Alten, das Zimmer, deswegen. So, da oben. Aus der Hochbestellung raus. Nö. Deine Meinung. Das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. So gut gemacht. So. Okay. Ich höre dich, Bestie. Renn nicht von mir weg, Ketzer. Wer ist hier fett? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Für die Zwillingsgötter, in die Arme von Marine. Da oben geht's aber ab. Für das Rudel.
Auch wenn die Waffe Level 22 ist, die hier ist ein Knaller, das Ding. Glaub ich dir. Was braucht man denn so ein großes Haus? Na, gucke an. Irgendjemand hat den Kerl aus einem Rollstuhl geschubst. Von. Billy, der Gesalbte im Angebot. Seines Zeichens Fettklops. Okay. Fürst, bist du da, wo wir hin müssen? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Wer ist denn der Weg denn gefunden? Ein Kündigungsschreiben. Sieht ganz nach Großreine machen aus. Jeder, der lediglich die Kündigung bekam, kann nur durch die Kellertür hinausgegangen sein. Sie nachher. Ich hab nicht gesehen, Freunde. Dann ist die Kellertür, ja, alles klar. Hier lag der Klemmbrett und hier war das Bedienstetenzimmer. Ach so. Nö. Und auf dem Boden lag dieses Schreiben, dieses Kündigungsschreiben. Okay. Und hier liegt wahrscheinlich eine nette Dame. Hier gleich links ist Billy, der gesagt hat. Finden wir so unter dem Jakobsanwesen, durchsuche den Keller. Lootboxer, schauen wir mal. Okay. Ja.
Aber hier noch ein Loop. Aber dann nicht hier durchgehen, das ist der Ader, oder? Das wäre ja unsinnig. Oder? Nein. Mhm. Nein. Doch hier unten durch, okay. Ich glaube hier, oder? Hingekommen. Hühner hochgehen. Hühner hoch an, dann hinten runter. Ne, ja genau, dann unten runter. Na. Was? Nein. Das war das alles, was er zu sagen hat? Nein? Ah ne, jetzt müssen wir wieder hier in die Höhle zurück. Rechts hoch. Du wirst immer besser, Bestie. Muss er hier irgendwo sein? Drin stand es nur dabei. Naja. Unten. Nein. Oh. Was? Nein. Immer nein. Ja, ehrlich, war es was anderes auf dem Lager als wie so ein LP. Ach so, das sind irgendwelche Kündigungsschreiben oder was? Schriftstücke. Verstehe. Such sie bitte. Du Bauer. Echt? Du denn von Drabbel? Mal sehen, was sich darin befindet. Kickel ist da. Ich war schon in seinem Maul. Die Waffe ist auch nicht schlecht, ne? Die Elektrowaffe da. Mhm.
Finchi macht das schon. Ein Krog. So. Man nimmt zurück hier wahrscheinlich. Ach so. Ja. Jetzt kommen wir hier raus. Müssen eigentlich mal hier. Kommen wir gar nicht hier durch, oder was? Was ist da komplett nicht erschlossen, dieses Gebiet auf meiner Karte? Ja, ich glaube, das ist, kommt zu spät der Story dazu gezählt, das noch. Aua, ich brenne. Verdammt. Auf jeden Fall wird hier was gebrannt wieder. Schnaps oder irgendwas. Okay. Also ich vermute es einfach mal, dass auf jeden Fall. Das sieht so nach aus. Bei Besuch hier. Drecksack. Müssen wir eigentlich ja gar nicht erlangen. Nö. Ohne Sorge. Wofür sammeln wir eigentlich diese Claptrap-Teile ein? Das nutzen nachher? Du hast mir wohl etwas Beute besorgt. Fürs Klemmbrett und seine Freundin, beziehungsweise jetzt seine Freundin, die dann zusammengebaut wird. Okay. Ah, hier ist er ja.
dann sprechen wir mal mit dir. Aurelia, das eiskalte Miststück hat mich gefeuert. Nicht mal meinen Lohn hat sie mir ausgezahlt. Was? Ich hab mir diesen scheiß alten Gibt's denn sowas? Wein hier bekommen. Bäh, schmeckt wie Cyanid. Du suchst nach Belastungsmaterial? Ich hab was in der verlassenen Hütte versteckt. Baldwin hat ein paar ganz schön üble Aufnahmen von ihr gemacht. Das ist Wahnsinn. Die kann während des Sprechens kann die trinken. Aber wie gesagt, müsst ihr wissen, ne, Entwickler. Also ganz ehrlich. Dann können wir zurückklatschen hier. Jupp. Hier war ihn was, was ich gucken wollte. Eine Crew-Herausforderung hier vorne irgendwo. Momentan sind wir ja gerade mal, aber ein Duo. Da geht's hoch. Guck mal vor, wie Carla Kolunder ja von Benjamin Blümchen. Das hat die immer damals gesagt gehabt. Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Das hat die damals gesagt. Sensationell, sensationell. Ja, Blümchen, oh. Da hingekommen bist. Brauchst du Unterstützung? Ah ja, da ist die Treppe. Sehe ich schon. Tö. Gefunden? Lass sie deine Wut hören. Kannst du mich sehen, Tod? Ich habe kein Blut, also nehme ich deins. Wäre zwar noch ein Mod gewesen, zwei sogar, war alles Level 23 in grün. Ja, ist alles unterwegs. Aha.
Kannst du auch mal eine Kiste? Was du da mit dem Eis machst, das ist einfach... Wow. Bist du sicher? Kannst du die auch? Nein, das ist keine Magie. Nur Nanotechnik und Jahre der Übung. Also, haben wir eine Abmachung? Ja, nee, ist klar. Wir foltern Montgomery Jacobs, bis er uns sein Unternehmen überschreibt. Du besorgst seinen Kammerschlüssel und wirst Geschäftsführerin. Ich muss sagen, ich bin erstaunt, dass du deinem Bruder das antust. Ich mach heute nicht lang, bitte. Nee, ich auch nicht. Also, wir können nur die nächsten 10 Minuten Feierabend machen, mein Lieber. Alles gut. Nee, ich dabei, glaube ich, ja. Wärst du dabei, oder was? Da wär ich dabei, glaube ich, ja. Ja. So traurig das klingt, in meinem Kopf. Jo, alles gut. Haben ja schon ein bisschen was rumgerissen. Ja. Aber wenn du sagst, bist auch müde, dann macht das ja Sinn. Diese Harpie hüpft mit der Sirenenratte ins Bett und bringt meinen Vater um. Nur um reicher als Alistair zu sein. Ich war immer etwas einsam, ohne überlebende nahe Verwandtschaft. Aber langsam sehe ich die Sache anders. Bring mir das Echo. Bitte. Na, holen wir noch das Echo, wenn das irgendwie in der Nähe ist, und dann. Wir latschen hier hin und her, ey. Oh je, das Echo ist gar nicht in der Nähe, ey. Aber das schaffen wir noch. Kommen wir denn da hin? Hoppala. Hier runter nicht, nein. Definitiv nicht. Wo kommen wir denn? Hier rechts rum. Hier. Da, wo das Bötchen ist. Hi, jo. Au. Dreck gegen Pfosten. Hab Abkürzung gefunden. Toll. Guck, wie lange die hält. Hier nicht mehr. Was bräuchte denn hier noch leer? Ach, 22. Ist ja lächerlich. Das stimmt nett. Guck mal, da sind wir schon fast wieder. Ach, ein Türchen ist es. Was zockt ihr jetzt morgen? Was war das? Dark Pictures Anthologie. Okay. Nehmen wir mal, mal gucken, wie wir den ersten Lauf durchkriegen. Das wäre dann, also gab es mal Man of Medan, war der erste Teil. Das, jedes Jahr kommt ein neuer Teil raus. Okay. Das ist, geht eigentlich, ja. The Devil in Me ist der letzte von der Saison 1. Mhm. Und wir spielen morgen House of Ashes, also den vorletzten. Genau. Ist aber mehr so Point-and-Click-Entscheidung etc. Du musst den Controller ruhig halten, du musst die Tastenkombination genau machen, sonst entscheidet sich das Spiel wieder anders. Okay, das war nicht so meins. Nee, genau. Weiß ich. Aber ist sehr gruselig, also macht schon eigentlich schon für Laune. Okay. So. Ich denke mal, dass es streamen wird, ne? Ja, ja. Also sie auf jeden Fall. Ich weiß es noch nicht, ich denke, oh mein ja. Mal schon was streamen, Mann. Vielleicht streamt es wahrscheinlich auch. Oder ich sogar mal. Oh. Stimmt, du hast ja auch noch einen Kanal. Ach, hier war der Kanal, ja. Hat so. Mich schon ein bisschen eingelesen, wie ich es auf PC machen mit Twitch. Ja, willst du dann über den PC streamen? Ja, ich würde auch mal ein paar Spiele, ne? Ich spiele gerade da, Brauchst du aber OBS zu Studio. Genau, OBS Studio. Das ist das Beste eigentlich. Es gibt noch andere, ja. Ein paar anders gratis Dinger, aber... Wo muss er denn hin jetzt? Ich finde nichts. Ich nehme mich auch nicht. Was soll der Käse? Das ist cool, das verstehe ich. Gibt es zu Wainwright, den kennen wir doch. Ach, Hochmut und Landbecken. Ja, kann man da schneller sehen. Zack. Landkapsel oder was? Hochbecken Landkapsel? Oh, um auf dem Berg, das Ding. Nee, da nicht.
Ich glaub knotiger Gipfel. Ah. Ja, knotiger Gipfel. Wunderbar. Abfahrt. Er steht schon bereit. Ach, hier. Was? Natürlich. Tut mir leid, ich dachte, du hättest das gesagt. Ach, hier. Hier beim Abraham Lincoln. Danke, Kammerjäger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alistair wünscht, dass die privaten Fehltritte seiner Schwester bekannt werden. Er hat schon mit ihren öffentlichen genug zu tun. Einen guten Platz hierfür. Einen Brennofen oder irgendein großes Ding, das Brennöfen verbrennt. Brennöfen verbrennt. Bist du noch geschlossen? Komm mal, hat er geschafft. Wunderbar. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, das war's auf jeden Fall hier von Froles Gamehouse und den Freckles. Wir sind geschafft von der Woche, beziehungsweise schlaucht bei uns beiden ein bisschen, aber ich denke mal, wir haben einiges auf jeden Fall aufdecken können, gerade was in Nebenmissionen so ist. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ade. Und tschüss. Okay.